Moin Leute, was geht? Die Kartenwelt ist mit einem erneuten Video für euch am Start. Und zwar diesmal hier und heute mit dem UEFA Euro 2020-2021 Kickoff Edition Mega Starter Pack. Ja, ich habe es gefunden, das Mega Starter Pack zur Euro 2020. Dieses kostet 8,99 UVP. Darin sind enthalten ein Sammelordner, ein Sammlermagazin, Gameboard, 24 Karten und eine Limited Edition Karte. Plus eine Special Karte. Die Limited Edition Karte ist, glaube ich, die Special Karte, wie ich glaube. Ja, zu sehen sind Lukaku, Verratti, Sancho, dann haben wir hier Ronaldo, Griezmann, Ramos und Timo Werner. Ja. Auf der Rückseite befinden sich nochmal die Angaben, was wir hier so alles finden. Und nochmal die UVP. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hier aufbekommen. Geht eh schon ganz leicht. Und hier haben wir unsere drei Päckchen. Okay, hier noch das dritte Päckchen, dann ist das Ganze hier leer und unsere Special Karte noch, unsere Limited Edition und unsere drei Booster von der neuen Serie. Ja, sehen wir uns zuerst mal die Sammelmappe an. Hier haben wir wieder aufgelistet unsere Special Karten, was so alles zu ziehen ist. Und auf der Rückseite haben wir, glaube ich, noch unser offizielles Sammlermagazin. Können wir auch noch schnell reinschauen. Kickoff Edition. Zoome hier schon mal noch ein bisschen raus. Kickoff Edition. Dann haben wir hier My Panini gibt es wieder. Die Second Skin Karten, Glow in the Dark Karten. Schlusspfiff kurz vor dem Anstoß. Ja. Spielkontrolle verteidigen. Hier sind wir nochmal ein Überblick. Tiki Taka. Ja, die Second Skin Karten sind natürlich die Trikotkarten, die Base Karten. Dann haben wir hier auch wieder die Base Karten. Die Gold Machines, die sehen natürlich auch brutal gut aus. Die Key Player gefallen mir dieses Jahr auch noch gut. Und die Jewel-Karten, die sehen natürlich am besten aus. Dieser Effekt, wenn dieser mal nicht nice ist, die Euro-Top-Master und die Invincible-Karte ist hier auch noch aufgelistet. Die Invincible-Karte ist in einem in 55 Päckchen. Ja, also eine bisschen seltenere Karte. Buddies United hat diese ja natürlich schon gezogen. In ihrem Display-Unboxing heute. Dann haben wir hier noch unsere Gruppen mit den verschiedenen Ländern. Ja. Deutschland natürlich in Gruppe F mit Frankreich, Ungarn und Portugal. Natürlich eine besondere Gruppe, wie ich finde. Ja, dann legen wir das hier wieder so rein. Wir hoffen natürlich alle, dass Deutschland weiterkommt, aber ich bin natürlich Österreicher. Das ist dann eine andere Sache, was mit Österreich so in dieser WM passiert. Und unser Gameboard haben wir hier natürlich auch noch. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. So, hier haben wir noch eine Special-Karte, glaube ich. Oh nein, das ist die Limited Edition, sorry. Ja, dann gehen wir hier wieder ein bisschen rein und beginnen mit unserem Booster-Unboxing. Drei Booster und hier haben wir das Design mit Daniel James, Frankie de Jong und einem, wo ich nicht kenne, von Tschechien. Hier ist unsere Verteilung noch am Start. 192 Base-Karten, 96 Fans-Karten, 45 Power-Karten, 36 Multiple-Karten, 27 Platinum-Karten, 8 Euro-Top-Master und eine Invincible, wie schon angesprochen, in 55 Päckchen. Damit haben wir einen totalen Kartenberg mit 405 Karten. Ja. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem 3 Booster Unboxing.
Da haben wir Ruben Dias für Portugal, Tom Lockyer für Wales, Clément Longley für Frankreich. Dann haben wir hier einfach umgedrehte Karten mit Milan Skriniar, Robin Loth für Finnland, Scott McTominay von Manchester United. Goalkeeper haben wir hier David De Gea als Goalstopper. Und die Midfield-Karte ist Christian Eriksen als Fans Favorite. So, zweiter Booster. Beginnt mit Pontus Jansson für Schweden, Umut Meraj für Türkei, Ademi für Mazedonien, Thomas Suchek, Roman Zomlin für Russland. Dann haben wir hier wieder eine umgedrehte Karte. Und zwar die Invincible-Karte. Wir ziehen einfach die Invincible-Karte im Mega-Starter-Pack. Wenn das nicht mal nice ist, dann weiß ich auch nicht. Wow, die Invincible-Karte. Boah. Mit Szczęsny, Alexander-Arnold, Bruno Fernandes und Lukaku im Sturm. Wenn das nicht mal nice ist. 101 Angriff, 101 Abwehrwert und 101 Controlwert. Wow. Die kommt natürlich hier auf die Seite. Und dann haben wir hier noch zwei Special-Karten mit Gini Wijnaldum von den Niederlanden und Antonio Rüdiger als Defensive Rock für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, dann kommen wir zum dritten und letzten Päckchen für dieses Mega Starter Pack Unboxing. Dann haben wir nur noch unsere Limited Edition und die Special Karte. Romelu Lukaku von Belgien. Salai für Ungarn. Dann haben wir hier Jankto für Tschechien. Forward Marco Arnautovic für die Österreicher. Matthias Ginter für Deutschland. Cristiano Ronaldo für die Portugiesen haben wir hier auch noch am Start. Und unsere zwei Special-Karten sind Second Skin Belgien, die Trikotkarte. Die belgische Nationalmannschaft hat natürlich, wie ich finde, auch ein sehr tolles Trikot. Und die Power-Trio-Karte mit Modric, Kovacic und Brozovic für Kroatien. Ja, und das Feedback. Ja, dann haben wir hier nur noch unsere zwei Powerkarten. Und zwar Julian Draxler, Keyplayer für die deutsche Nationalmannschaft. Und unsere letzte Karte ist Limited Edition Romelu Lukaku für Belgien mit dem nicen Effekt von den limitierten Karten. Schwarz unterlegt mit silberner roter Schrift. Ich finde eine sehr schön designte Karte. Das hat Panini einfach drauf. Müssen wir alle zugeben. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit unserem Mega Starter Pack Unboxing zu der neuen EM 2021 Kickoff Edition. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Eure Kartenwelt.